alles ist geschehen, damit sich erfüllte, was der Herr durch den Propheten gesagt hat. Siehe, die Jungfrau wird empfangen und einen Sohn gebären, und sie werden ihm den Namen Immanuel geben, das heißt übersetzt Gott mit uns. Als Josef erwachte, tat er, was der Engel des Herrn ihm befohlen hatte, und nahm seine Frau zu sich. Er erkannte sie aber nicht, bis sie ihren Sohn gebar. Und er gab ihm den Namen Jesus. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Liebe Schwestern und Brüder, das soeben vernommene Evangelium stellt eine große Herausforderung dar. Zunächst für die Lektorin sind da doch viele schwierige und ungewohnte Namen richtig auszusprechen. Und auch beim Hören des Stammbaumes Jesu, der den Großteil des heutigen Weihnachtsevangeliums umfasst, kann schnell Langeweile aufkommen und die Konzentration sich verflüchtigen. Dennoch hat es dieser Stammbaum in sich. Solche Listen waren zur Zeit Jesu sehr geschätzt und beliebt, vor allem zur Übernahme öffentlicher Aufgaben und Würden, ebenso auch wie bei der Einsetzung in das Priesteramt wurde ein makelloser Stammbaum vom Bewerber erwartet. Nur wer eine edle und reine Abkunft belegen konnte, hatte gute Chancen. Selbstredend war es zu damaliger Zeit Gepflogenheit, sich ausschließlich über eine männliche Linie zu definieren. Matthäus bricht mit dieser Tradition. Bei ihm tauchen 5 Frauen auf, und zwar Frauen mit einer durchaus eigenwilligen Geschichte. Tamar war eine kanaanäische Außenseiterin, eine Witwe, die ohne Kinder geblieben war. Um diesen Makel loszuwerden, verkleidete sie sich als Prostituierte und verführte den Bruder ihres verstorbenen Mannes. Rahab indessen war eine wirkliche Prostituierte, die aber als Undercover-Agentin den Israeliten die Eroberung Jerichos ermöglichte. Auch Ruth war eine Außenseiterin, aus Sicht der Juden eine Heidin, für die weniger Rechte galten. Mit Bathseba, die verheiratet war mit einem Militärführer, beging David Ehebruch und brachte deswegen auch ihren Mann um. Und schließlich Maria und die ungewöhnlichen Umstände der Geburt Jesu, über die der Evangelist anschließend berichtet. Gemeinsam, liebe Schwestern und Brüder, ist allen 5 Frauen, dass sie ungewöhnliche und außerordentliche Lebensschicksale teilen. Und trotzdem, obwohl sie nach den damals gängigen Kriterien als unwürdig angesehen wurden, hat sich der Plan Gottes durch sie erfüllt. Gottes Wege sind unerforschlich, so sagt man. Und das bewahrheitet sich wieder mal im Stammbaum Jesu. Jesu Herkunft umfasst eben nicht nur erfolgreiche Personen, Könige und Heilige, sondern auch einfache Menschen, Sünder und vom Schicksal Geschlagene. Und darin liegt vielleicht auch die Ermutigung dieses Evangeliums, liebe Schwestern und Brüder. Als Gott in die Welt gekommen ist, ist er für alle gekommen. Und auch wenn wir nichts vorweisen können, kein Ansehen haben, wenn wir krank und hilflos sind, am gesellschaftlichen Leben nicht teilnehmen können, so dürfen wir uns doch zusagen lassen, Weihnachten zeigt, dass wir Teil einer bunten Mischung sind, die Jesus zu seinen Schwestern und Brüdern macht. Ein weihnachtliches Lied drückt das poetisch so aus. Christ, der Retter, stieg hernieder, der sein Volk von Schuld befreit. Und im Bewusstsein, dass wir bei Gott Ansehen haben, unabhängig von Familienstand, Leistung und Verdienst,
Von Gesundheit und Krankheit dürfen wir auch dieses Weihnachten wieder voller Hoffnung an die Krippe treten und uns vom Jesuskind segnen lassen. Lasset uns beten. Wie der Weihrauch zum Himmel aufsteigt, so mögen auch wir unsere Herzen erheben. Denn wir danken dir, o Gott, für die Entsendung deines Sohnes Jesus in unsere Welt. Mit allen Engeln und Heiligen soll unser Lobpreis als festliche Gabe zu dir emporsteigen.
Herr komme zu uns mit seinem Wort, damit es Weihnachten werde und wir uns freuen können. Der Herr segne uns mit seinem Wort, damit wir den Frieden finden, auf den wir alle warten. Der Herr behüte uns durch sein Wort, damit wir unsere Angst ertragen, die uns unruhig und einsam macht. Der Herr bewahre uns in seinem Wort, damit wir zu Botinnen und Boten des Friedens werden. Denn darauf hofft unsere Welt. Und so segne uns der menschgewordene Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. So geht hin und bleibt im Frieden des Erlösers.